So, da sind wir beim nächsten. Diesmal das Xbox und Xbox Live Booster von dem guten alten, ich sehe schon auf der Folie. Ist da auch was drüber gelaufen? Oh mein Gott, bitte nicht. Wer die letzten Booster gesehen hat, das ist von Duels of the Planeswalker 2015. Wer die letzten Booster gesehen hat, weiß, Openings gesehen hat, ich habe so ein Problem mit Vollkarten aktuell. Und oh mein Gott, ja, das auch. Was ist denn los? Das ärgert mich total. Seht ihr das? Ihr habt es gerade gesehen, diesen Strich, der geht halt komplett durch, bis unten hin. Warum? Soul of Ravnica. 6 Mana. Ist auch richtig rough. 6 Mana, 6-6 fliegend. Für 7 Mana kann man eine Karte ziehen. Für jede Farbe unter Permanenten, die man kontrolliert. Und für 7 Mana kann man die aus dem Friedhof exilen, um dasselbe nochmal zu haben. Das ist richtig hart. Das ärgert mich. Naja, Heliod Pilgrim, den spiele ich mit Commander. 3 Mana 1-2, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man sein Deck nach einer Aura-Karte durchsuchen und die auf die Hand nehmen. Meutzenherr spiele ich mit Legacy. Für ein blaues kann man einen Nicht-Land-Permanenten-Zug auf die Hand geben. Spiele ich im Storm. Seinem Blatt, das habe ich damals im Casual gespielt. Das ist ein echt cooles Booster. 2 schwarze Mana, Sorcery, ein Spieler der Wahl, zieht 2 Karten, verliert 2 Leben. Dann die Warring Light. 3 Mana Exil-Target, Attacken oder Blocken Creature mit Convoke. Das heißt, man kann Kreaturen tappen, um das zu vergünstigen. Krenkos Enforcer. 3 Mana 2-2 Intimidate. Also kann nur von roten oder Artefakt-Kreaturen geblockt werden. Und Hunt Bigger Games. Join the Hunt. Das ärgert mich. Aber das ist tatsächlich so, dass immer die Karte, die vorne drauf den Boostern ist, auch in den Boostern drin ist. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist tatsächlich interessant für mich. Und das heißt, ich kann mir jetzt auch besser herausfinden, welche Karten dann auch in den Boostern drin sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber ich sehe, ciao, ciao.